Wollt ihr mich verarschen? Nein. Holy shit. Das ist ja der most flex, den du haben kannst. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute haben wir hohen Besuch bekommen. Aus Berlin angereist, der Roman. Hi. Erstmal vielen Dank, dass du am Start bist. Vielen Dank, dass du da sein darf. Freut mich sehr. Man muss sagen, er hat heute zwei richtige Maschinen mitgebracht, ne? Einmal das hier. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, was wir hier haben für alle, die es vielleicht 2017er Nissan GT-R R35 mit ein paar Umbauten, also so minimal. Eigentlich ist an dem alles gemacht, was du machen kannst. Ich wollte gerade sagen, dass ein paar Umbauten ist wahrscheinlich leicht übertrieben. Du hast gesagt, fast 1000 PS, oder? Ja, 950, wenn du Ethanol tankst. Okay. Also es ist nur 102 drin, also so 820, 830. Ja, das ist schon, natürlich dann schon ein bisschen wenig. Das ist schon ein bisschen schwach. This is not a game. Not a game. Yeah, this is not a game. If I was to be a player, all I got up on my brain. On my brain. So gonna be the best. Put my head up in the air, homie. This is not a game. Not a game. Yeah, this is not a game. If I was to be a player, all I got up on my brain. On my brain. So gonna be the best. Put my head up in the air. 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 This is not a game, homie. If it was, I'd run it. When it come to the game, you think enough that I done it. When it come to the style, I gotta keep it 100. When it come to the fakers, they have a tendency of fronting. And when you round action, there's a tendency of stunning. It ain't no accident, I made it out of nothing. Let me speak my facts again, keep on rapping it. And if I ever leave, man, I swear I'll be back for it. Ein ganz, ganz krankes Ding. Ich bin noch nie ein Nissan GT-R gefahren. Aber das Coole ist ja, ist nicht der einzige Grund, warum du heute da bist. Du nennst dich ja, das können wir, glaube ich, hier mal zeigen. Hier sieht man es. Hier steht es drauf, Leute. Der Bauer. Und ich habe gerade schon gesagt, hier im Allgäu wird das wahrscheinlich missinterpretiert, weil der Bauer, der fährt da drüben auf der Wiese entlang und schaut, dass alles passt. Aber in deinem Fall bedeutet es was anderes. Ja, ich baue spezielle PCs. Ja. Wobei ich auch dazu sagen muss, der Name... Der hat, weißt du, das ist so, du bist so 13, 14, fängst an zu zocken, gibst irgendeinen Nickname, denkst dir nichts dabei, ne? Nicht weitergedacht. Dass daraus mal irgendwas werden kann. Wenn es mal soweit ist, dann ist es zu spät, ne? Also deswegen, ich mag den Namen trotzdem, weil es halt so ein bisschen unique ist, aber hat eigentlich mit dem Landwirt nichts zu tun, ne? Ja, yeah, und ich glaube, viele denken erstmal an den Bauer, den Bauer, ne? Aber ist ja egal, das ist, glaube ich, wenn die Leute dich kennen, wissen sie ja, was das bedeutet. So, und du baust ganz viele krasse PCs und hast auch schon für andere... bekannte YouTube-Größen, das wäre ja was zu sagen. Genau. Hast du ja schon sowas gemacht, ne? Ja, genau. Wer war da alles so dabei? Also Mois, Flying Uwe, Fritz Meinecke, Gronkh haben wir einen PC gemacht. Ich kann mich gar nicht an alle erinnern, aber auf jeden Fall schon ein paar speziellere Sachen. Also viele Sachen. Ich mache das ja hauptsächlich auch über Case King, für die ich ja noch arbeite auch. Mhm. Und ja, die haben halt da viele Partner und dann baut man den einen oder anderen. Sehr geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich schon mal sehr geehrt auf jeden Fall, dass du auch mal den weiten Weg erstmal hierher fährst, dass du auch das für mich gemacht hast. Ich habe selber original noch nichts gesehen. Ich habe extra gesagt, ich will nichts hören, nichts sehen, nichts wissen, damit es mich umso mehr hoffentlich gleich überrascht. Ein, zwei da oben haben schon fies gegrinst auf jeden Fall, als das Thema so aufkam. Also ich glaube, dass es krass ist und wir haben, oder ihr habt den besser gesagt, jetzt schon hier in der Edelschmiede platziert. Genau, wir haben schon aufgebaut, ja. Wollen wir mal reingehen und uns anschauen, was es da so gibt. Komm, wir checken das mal. Und dann fahren wir natürlich gleich auch noch mit dem Auto. Ne? So. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Wollt ihr mich verarschen? Nee, oder? Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen. Ich habe natürlich mit dem Kopf vieles ausgemalt, was jetzt kommt. Aber das ist ja wirklich mal the most crazy shit. Ihr habt das nicht wirklich da reingebaut. Wir haben das da reingebaut. Holy shit, wie krass ist das denn? Alter, ihr habt einfach eine Felge zum Computer gemacht. Oh mein Gott. Crazy ist das denn? Oh mein Gott, da ist einfach, hier ist einfach ein USB-C-Port. Mitten hier. Ist nicht euer Ernst.
Oh mein Gott, ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Tausend Dank. Gerne, gerne. Freut mich, dass du dich freust. Das ist ja der Oberhammer, ey. Ist auch geil, dass du direkt so eins meiner absoluten Highlights direkt erkannt hast, das mit dem USB-C-Teil hier vorne. Ja, Mann. Extra so ein Halter gefräst und mit USB-C von hinten reingemacht. Ey, wie krass. Das ist einfach. Das bitte. Ja. Jetzt muss man nur ein bisschen aufklären. Ich bin jetzt kein PC-Experte. Ja. Was ist denn jetzt hier verbaut? Also was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles? Du siehst, also innen drin sind die ganzen Hauptkomponenten. Also das, was von hinten so beleuchtet wird, ist das Mainboard mit der CPU oben drauf. Wir haben ein MSI-Mainboard dran, Mini-ITX, das heißt so ein Mini-Format, aber eine 16-Kern-AMD-CPU drauf. Wichtig, 16-Kern immer 16 wichtig. 16-Kerne. Ja. Das Ding ist halt, selbst in 5 Jahren kann ich dir garantieren, die CPU wird immer noch top-notch sein. Das wird ewig dauern. Also gibt es was Krasseres? Nee. Das ist die krasseste Desktop-CPU, die du so haben kannst. Dann eine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, auch von MSI, die ist da unten drin. Die hat welche Specs? Also wie viel, sagt man denn da? Ja, was soll ich da sagen? Das ist halt die größte Grafikkarte. Ist es die größte? Es gibt noch die 3090, die ist eine Stufe größer, aber die sind von der Geschwindigkeit her gleich. Okay. Es gibt nichts, was crazy, du damit Mann, nicht machen kannst, nicht zocken kannst. Ich komme nicht drauf klar, Mann. Oh mein Gott, das schaut so verrückt aus einfach. Mit was hast du denn gerechnet? Oder was hast du denn so also ich sag ganz ehrlich, ich dachte irgendwie, dass man so versucht, so ein Formelauto oder sowas, weißt du, so eine Form, so irgendwie, vielleicht irgendwie sowas, hätte ich mir jetzt vorstellen können. Felge war für mich komplett außerhalb der Vorstellung, einfach aufgrund dessen, dass ein PC gefühlt ja immer größer eckig ist und auch größer und alles. Aber das ist ja, also ohne Scheiß, das ist ja wirklich, das ist ja, also das ist ja der most flex, den du haben kannst mit PC. Das ist ja so sick. Also es wurde schon ein paar Mal gemacht, sowas, einen PC in der Felge zu bauen, so 2-3 Mal. Aber es ist halt immer so ein richtig schweres Ding, das so reinzubauen, dass es auch vorne schön aussieht, vor allem, dass es vernünftig gekühlt ist. Die CPU ist komplett wassergekühlt. Also das, was du da siehst, was dann da hinten, das Weiße, was da reinfließt, ist die Kühlflüssigkeit. Externe Kühlung, das ist eigentlich genau das gleiche. Das ist nur Kühlung? Das ist nur CPU-Kühlung vor allem. Ach krass. Das ist nur CPU-Kühlung, aber das ist halt so, du hörst nichts. Weil das so riesig ist, du kannst den PC nicht hören eigentlich. Es ist wirklich quasi lautlos, ne? Ja. Holy shit. Das kommt eigentlich, lustigerweise, diese ganze Wasserkühlungstechnik kommt eigentlich alles aus dem Automobilbereich. Ich meine, das, wenn du es von hier anschaust, sieht aus wie ein Ladeluftkühler. Ja, voll, sowas, ne? Voll. Ich dachte, vielleicht ist es auch deswegen so gemacht, aber das ist ja, immer so. Ja, natürlich auch hier, komm mal für das Theme, ne? Ja. Also es schaut immer so aus, oder? Ja. Ja. Aber kommt natürlich jetzt echt, ey, es ist so crazy. Ja. Dann haben wir schön Löcher reingebohrt, das war auch so ein Highlight in die Felge, so große Ausschnitte an der Seite reinzumachen, damit wir Lüfter machen können, die dann außen raus belüften. Das heißt, die ziehen die warme Luft von innen raus, nach außen hoch. Schön mit dem Audi Frontgrill-Design, Ablogo. Oh mein Gott, ist das krass. Hast du die Felge da hingeschickt, oder? Du musst jetzt einfach da hinsetzen. Mach mal bitte so ein. Ich brauche so einen Shot, nee, hier schon, dass man das sieht, weißt du, ich brauche so für mein neues Insta-Profilbild, so. Mein Computer ist cooler als deiner. Oh mein Gott, ist das insane. Das sieht ja so riesig aus. Ey, wirklich, das ist einfach wie ein Aussteller. Also, es ist nicht nur ein überkranker PC, aber es ist auch so, da stellt man sich so hin und... Ja, das sollst du dir halt hinstellen können und denkst du so, sieht geil aus, Es ist der Oberhammer. Es ist wirklich... Danke, das freut mich sehr. Boah. Ja. Übrigens, Startknopf haben wir dahin gemacht, wo normalerweise das Ventil ist. Das heißt, wenn du da drückst, kannst du ein bisschen an- und ausmachen. Das ist wirklich Endlevel. Das ist wirklich absolutes Endlevel. Ich dachte ja, dass das Auto mich heute mehr auf, also fast schon mehr begeistert, aber jetzt weiß ich ganz sicher nicht, also ne, von deinem Auto, aber das ist wirklich krasser. Es ist echt unmenschlich gut. Das ist ja perfekt, das ist mein Auto und dein PC, deswegen. Ja, alles richtig gemacht, ey. Boah, ja. Hammer. Sollen wir den Leuten eigentlich mal einen Porn reinhauen? Haben wir einen PC-Porn? Können wir jetzt machen, ne? Wenn du, ja, also verdient er auf jeden Fall. Also. Ich habe noch nie einen PC-Porn gemacht. Ja, bitte gib mir Mühe, weil das Ding verdient es wirklich. Es ist so geil, ich bin so happy. Volle Attacke, oder? Ja. We'll be right back.
So, also an der Stelle muss ich echt nochmal sagen, Leute, vielen, vielen Dank an Nvidia, an MSI, an dich, ja, an dein Team für diesen unfassbaren PC. Ich bin überwältigt, es ist sowas von gut geworden und der wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen. Hammermäßig. Und ich glaube, jetzt fahren wir mal mit dem hier auf die Autobahn und schauen mal, was die zweite Maschine so, was die so drauf hat. Ja. Du wirst es machen. Holy shit! Holy! Okay. Also ich muss sagen, auf dem Beifahrersitz ist krasser, ne? Ich bin noch nie in diesem Auto auf dem Beifahrersitz gefahren. Noch nie. Ich schwöre dir, mir geht's auch so. Nebendran sitzen ist absolut Horror. Holy shit. Es fühlt sich doppelt so schneller, ne? Ja, das ist gestört, ja. Ich schwöre, genau so. Aber das war jetzt auch hier schnell, muss ich sagen. Also. Oh. Ja. Ja. Also es ist ja wirklich das erste Mal, dass ich jetzt zum GTR fahre. Erstmal muss man sagen, auch hier Käfig. Ganz krass. Erzähl doch vielleicht mal, was hier alles gemacht ist, dass man Verständnis dafür hat, was alles. Ja, also der ist jetzt so, dass man sagt, also Brömmler ist ja der Tuner, der dir diese GTR-Umbaut macht. Das ist Club Sport Stage 2 nennen die das. Ja. Das heißt, da ist halt, der Block ist noch Stock, aber ansonsten Kolbenpleuel, Turbolader, Ansaugung, ist alles gemacht mit Flexfuel. Also du könntest jetzt, wir haben jetzt ja kein Ethanol drin, du könntest Ethanol fahren. Dann hättest du nochmal so 150 PS mehr. Hast du schon mal gemacht? Nee, noch nicht tatsächlich. Ich habe es mir bestellt, liegt bei mir zu Hause rum. Aber ich wollte mich erst... Ich meine, das ist schon gestört. Sprich ruhig weiter! Oh shit, ey. Ja. Oh, vor allem, wenn du vom Gas gehst, wie es ist eine reinscheppern, ey. Ey. Ist so holy krass. Shit, wirklich. Das ist schon geil. Und halt, das ist schon was ganz Eigenes, ne? Also die ganze Experience, wie krass man das, wie du vorhin schon sagtest, wie krass man das Getriebe hört. Ja. Ja, genau, Getriebeumbau. Das ist somit das Kritischste. Ich meine, das Getriebe in dem Auto, wenn du es kaputt machst, das Standardgetriebe kostet 35.000. Das willst du halt nicht kaputt machen. Deswegen, Getriebeumbau kostet ja nochmal 25.000 so in der Richtung, ne? Also wie viel steckt jetzt hier drin, mein Geld? Erstmal so grob überschlagen, also so 110.000 ungefähr. Zusätzlich oder? In Umbauten. 110 in Umbauten. Also ich habe für den 102.000 gezahlt und 110.000 für Umbauten. Das ist schon, das ist schon krass. Und, aber bist happy? Also würdest du sagen, würdest du es wieder machen? Ich würde es, das ist einfach, das Endstufe. Ich finde es so geil. Einfach dieses Direkte, was du bei dem Auto hast. Du weißt, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du fühlst es halt alles richtig, ist ultra hart, richtig nice auf der Straße, die Geräuschkulisse. Ja. Aber was geht denn dann spitze? Hast du schon mal richtig ausgefahren? Ja, also so 325, 330 ist das Getriebe am Ende. Okay. Also mehr kannst du da nicht machen. Okay. Leistungstechnisch könnte der bestimmt mehr, aber ja. Ja, das reicht auch. Reicht. Das ist okay. Kann man aber sonst, also man kann es nicht so einstellen, so mit Sport. Du kannst, also. Du hast hier unten die Möglichkeit, das alles in Race zu stellen. Also das ist hauptsächlich das ist Getriebe. Okay. Und auch Einstellungen wie zum Beispiel das, wenn du das auf Race stellst, ja, und du fährst manuell, dann schaltet der nicht hoch, wenn du in den Begrenzer gehst. Okay. Das heißt, du solltest vor dem Begrenzer schalten, weil ansonsten mag der das gar nicht. Okay. Wenn man ein Standardfahrwerk drin hat, dann kann man das hier auf Race oder auf Komfort stellen. Dann ist halt weich oder hart. Aber ich habe so ein Öl-ins-Fahrwerk drin. Mhm. Deswegen ist es eh tot und bringt dann eh nichts. Und ich glaube, wir müssen es trotzdem auf Race stellen wegen der, okay, macht er eh nicht mehr, gut. Aber das muss auf Race stellen für die Launch Control. Mhm. Jetzt ist es natürlich ein bisschen noch weniger so ESP-Kram. Ja, klar. Okay.
ist halt zu hart, das ist wirklich zu hart, ey. Bereust du es schon, oder? Nee, ich bin ultra geil, ey. Das ist halt so, weißt du, ich würde mich nicht trauen, so zu fahren, weil ich halt es nicht einschätzen könnte. Ja. Das heißt, da ist immer noch ein bisschen Luft. Da ist immer noch ein bisschen Luft. Das ist der legendäre Tunnel hier. Das ist der legendäre Tunnel. Wo die Soundaufnahmen gemacht werden. Das hier ist die legendäre Kurve, die kennst du vielleicht auch hier da oben. Oh shit. Ist das die, der RS7 fliegt fast ab Kurve, oder? Genau. Sollen wir das mit dem auch probieren? Oder? Ob wir näher rankommen vielleicht? Das war doch nur ein Zentimeter Platz gefühlt. So, dann musst du mir jetzt erklären, wie man hier... Die Launch Control ist einfach Bremse, Gas, runter von der Bremse, go. That's it? Muss ja, nichts anmachen? Nix, Alex, einfach los. Das ist so... Ich verstehe bis heute nicht, warum das die Hersteller immer so machen. Bist du bereit? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Das ist das, was ich meine, dass er dann nicht hochschaltet manchmal. Ach, der schaltet dann gar nicht? Nein, aber er war jetzt in Automatik. Ja, ich weiß, das ist diese Einstellung hier. Ja, deswegen habe ich ja gemeint, das ist problematisch, da mit Automatik zu fahren. Manuell ist da immer besser, aber manuell ist immer abzupassen, ist immer so ein bisschen schwierig. Okay. Aber es hat mich trotzdem hart weggeballert. Ja, es war auf jeden Fall trotzdem. Schlechte 102er. Ja, wie gesagt, normalerweise müsstest du mit dem Ethanol tanken. Der ist ja auch auf Ethanol abgestimmt, deswegen. Ich habe ja das Prüfstanddiagramm habe ich mir angeschaut, da war 952 PS drauf. Der hat ja selber mal 4,3 gemessen von 100 auf 200. 4,3? Mit dem? Mit dem. Ja. Was mache ich dann falsch? Ja, der hat halt Ethanol getankt. Ne? Halt, ich weiß ja halt nicht, wie krass der Unterschied ist. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass er schon ein bisschen klopft und ein bisschen regelt. So. Ja. Ja, es war schon 6,5 jetzt. Ja, das war schon besser. Ja. Ein bisschen früher schalten, aber ja, so ab 6000. Ja. Da brauchst du wahrscheinlich dann den anderen Sprit. Oder? Ja, da fängt er also Vollgas zu klopfen. Wenn man jetzt ein bisschen früher schaltet, wird es schneller. Gut, ist okay. Jetzt war 6,5 auf der Uhr. 6,5 ist schon okay. Es fühlt sich auf jeden Fall mehr an. Aber es ist auch immer Beifahrerseite. Ne? Low again. Servus. Und wie war's? Frech. Richtig geil. Richtig. Riecht man schon ein bisschen, den Kollegen, ne? Wie war es bei dir? Ja, die erhoffte Nahtoderfahrung ist ausgeblieben. Nee, war echt nice, wirklich nice. Muss sagen, Daniel kann halt 20 Mal besser am Limit fahren, als ich das irgendwie könnte. Und Launch Control vom Beifahrersitz ist halt noch was ganz anderes. Fühlt sich halt 30 Mal schlimmer an. Fühlt sich komplett crazy an, ja. Aber ist er besserer Beifahrer als du, Daniel, oder? Ähnlich, ich würde sagen. Also ähnlich. Naja, er ist positiv excited, ich bin immer negativ excited. Also, deswegen war das auf jeden Fall gut. Und ja, wirklich nochmal tausend Dank. Ich danke dass euch, dass du hier warst. War mega toll. Leute, auch für alle, die es interessiert, er hat ein Video gemacht, wo er quasi zeigt, wie dieser ganze PC entstanden ist. Ich glaube, das lohnt sich extrem, das anzuschauen. Ich verlinke auf jeden Fall mal alle seine Kanäle unten, könnt ihr vorbeischauen. Wenn ihr auch sowas haben wollt, schreibt ihm einfach. Ich weiß nicht, ob das dann geht, aber. Könnt ihr mal probieren, kann man es ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis bald. Ciao. Ciao.